Sie stehen in vorderster Linie bei der Bekämpfung des Coronavirus und gehören zur Hochrisikogruppe für eine mögliche Ansteckung. Die Mitarbeiter von Krankenhäusern. Hier in Rendsburg beim Impfzentrum der Imlandkliniken werden sie deshalb als eine der ersten Gruppen gegen das Coronavirus geimpft. Wir sind glücklich, dass wir zu den Ersten gehören, die die Corona-Impfung durchführen können in den Kliniken hier in Schleswig-Holstein. Wir haben jetzt hier ein Impfzentrum für die Corona-Pandemie. Seit dem 27.12. verimpfen sie hier den Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer. Vorangegangen waren etwa 30 Corona-Infektionen von Mitarbeitern an beiden Standorten der Imlandkliniken. Ja, also wir haben natürlich eine Gefährdung, wenn wir Patienten, die hier erkrankt ins Krankenhaus kommen, dass die eben auch Corona-Infektionen mitbringen. Das ist fürs Personal immer auch ein Risiko, sich anzustecken. Deswegen ist es eben wichtig, dass gerade auch das Klinikpersonal, das eben in exponierter Position gegenüber den Patienten ist, also in der zentralen Notaufnahme, auf der Intensivstation, auf unserer Infektionsstation für die Corona-Patienten, dass die eben vorrangig auch dann geimpft werden, damit wir möglichst vermeiden, dass hier das Personal im wesentlichen Umfang dann ausfällt. 360 Impfungen sind hier bereits verabreicht worden. Aufgrund der knappen Verfügbarkeit des Impfstoffes kommen zuerst Ärzte und Pfleger an die Reihe, die direkten Kontakt zu Corona-Patienten haben. Wir sind abhängig von der Lieferung des Impfstoffes, dann stehen wir immer Gewehr bei Fuß und sind bereit für die Impfungen, die durchzuführen. Wir haben ja eine Kategorisierung für die Klinikmitarbeiter von B1 bis B4. Im Moment wird B1 geimpft und dann muss man eben gucken, wann sind weitere Impfstoffe für die anderen Gruppen dann auch da. Und dann warten wir natürlich auch darauf, dass wir möglichst schnell dann auch Impfstoffe kriegen für unsere zweite Klinik in Eckernförde. Bis alle Mitarbeiter der Imlandkliniken vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt sind, wird wohl noch einige Zeit vergehen. 120 weitere Impfdosen sollen in der kommenden Woche folgen. Musik